Hallihallo und willkommen auf meinem Kanal. Ja, ihr Lieben, ihr wisst ja sicherlich noch, dass ich was bei Lidl bestellt habe. Und das hatte ich ja schon bestellt, bevor ich eigentlich bei Taco und bei Kick war. Das hat ein bisschen gedauert, dann kam das, dann habe ich aber erstmal das andere ausprobiert. Ja, und jetzt muss ich das unbedingt auspacken. Ich habe schon Angst, dass ich das nicht mehr zurückschicken kann, weil schon 2 Wochen rum sind. Ich weiß gar nicht genau. Aber es ist egal, jetzt probieren wir das erstmal zusammen an. Ihr dürft mir gerne wie beim letzten Mal helfen. Mir hat das sehr geholfen mit der Entscheidung. Das war für mich wirklich, wirklich hilfreich. Auch, dass ich das gefilmt habe überhaupt. Also ich habe dann mal gesehen, wie mir die Farben stehen und dass mir bärige Farben stehen. Ja, okay. Wusste ich ja nicht, als ich das Lidl-Paket bestellt habe. Nun weiß ich selber gar nicht mehr, schon so lange her. Ja, bestimmt 2 Wochen. Das sowas behalte ich nicht. Ja. Ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, 3 Röcke und irgendwie Cardigan. Aber ich weiß es wirklich nicht mehr so genau. Ich weiß auch, dass sie bei Lidl nicht so eine mega Auswahl hatten. Ich bin selber gespannt, was da drin ist. Für mich jetzt gerade auch eine Überraschung. Ja. Na gut, legen wir los. Ich mache jetzt das Paket auf. Das ist hier noch verschlossen. Da, so könnt ihr es sehen. Ist noch verschlossen. Ich mache das aus, dann verteile ich das mal hier auf dem Bett. Und dann sehen wir uns wieder. Ich drücke immer auf Pause. Und dann gucken wir mal, ob wir ein vernünftiges Video hier hinbekommen. Und ob mir das alles steht. Und ob auch die Problemzonen alle abgedeckt sind und so weiter. Mal gucken. Ich habe schon ein bisschen Angst. Ich wundere mich gerade, das ist gar nicht so viel. Guck mal. Zwei so bärige Töne, denn sowas hier geht, ne? Kann man das sehen? Naja. Oh. Das mit der Kameraführung, das übe ich noch. Also, soweit ich sehen kann, ich weiß nicht mehr, was ich bestellt habe. 3 Röcke? Wahrscheinlich in 2 verschiedenen Größen. Zwei. Keine Ahnung, werde ich sehen. Ich glaube, ein Kleid war dabei. Wenn ich mich nicht irre, ist ein Kleid. Hoch, runter, Entschuldigung. Ich hoffe, ihr seid schwindelfrei bei mir. Ich glaube, ich habe das eine schwarze Kleid nochmal bestellt, was ich schon habe, weil ich fand das so toll, was ich beim letzten Mal anhatte, wo ich euch den Kleiderhaul gleich am Anfang. Das passt super zusammen, sehe ich auch gerade. Knallrot und dann schön. Ja, da habe ich jetzt so gar nicht drauf geachtet. Okay. Ach so, und das Kleid, was ich anhabe, das habe ich ja mal bei Aldi bestellt. Das ist so ein Strickkleid. Ich liebe das über alles. Das kann ich euch ja dann auch mal zeigen. Endlich mal. Guck mal. Na, das ist auch so ein bisschen figurbetont, aber nicht doll. Und, ne, ohne Worte. Meistens habe ich auch so ein Top darunter. Das muss ich dann immer runterziehen. Das Top, damit es nicht noch mehr aufträgt. So, und dann. So läuft sie dann durch die Gegend. Ja, also ich mache schnell auf Pause und dann probiere ich mal ein Teil an. Bis gleich. Hauptsache, die schneiden erstmal 2 Kleider zusammen, damit man sie auch besser anprobieren kann. Ne? Also zu diesem Kleid sage ich nur Mut zur Hässlichkeit. Das müssen sie kaufen. Unbedingt. Ja, ne? Streifen machen schlank, wie man sieht. Ja. Das habe ich gut ausgewählt. Warum habe ich das genommen? Weiß ich nicht mehr. Habe ich wahrscheinlich gedacht, naja, Hauptsache nicht schwarz. Ja, also ich komme mir richtig toll vor. Meine hübschen Arme sind zu sehen. Oh, nee. Also bequem ist es. Das ist aber auch wirklich alles. Naja, gut, für 5 € würde ich es behalten, dann so für morgens, um meinen Mann abzuschrecken, ne? Findet ihr das gut? Ich finde das komisch. Also ich mag das irgendwie nicht. Also so, ich habe eigentlich nie Streifen an. In meinem ganzen Leben hatte ich noch nie Streifen an, glaube ich. Das gleiche haben sie jetzt hier noch in Schwarz. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Ach, guck mal, das ist ganz anders. Oh, das probieren wir mal an, ne? Also bis gleich. So, ihr Lieben, ich habe gerade noch mal schnell geguckt, was die Kleider kosten, weil das ist ja dann auch schöner für euch. Also diese beiden Kleider, das, was ich jetzt anhabe, zeige ich euch gleich. Ich finde das gar nicht so schlecht. Und das hässliche gestreifte, oh, Entschuldigung, wenn ihr das jetzt total toll findet und ich das doof finde, dann tut mir das total leid. Aber
Ich mag sowas eigentlich nicht. Nun kommt es auf den Preis drauf an. Also die beiden Kleider, Größe 44, 46, ganz bequem, ist ein totaler Stretch, also so ein Jersey oder so. Richtig geil, super, super bequem. Ich mag es gar nicht mehr ausziehen. 16,99 beide Kleider zusammen. Wie gesagt, das kann man ja dann auch noch zum Schlafen benutzen. Also ich finde das hier richtig toll. Das müsst ihr euch mal angucken, wie ich da drinne aussehe. Guck mal, Taschen finde ich so toll. Dann finde ich das hier toll, ne? Brauche ich nicht immer hochkrempeln. Dann, okay, der Kragen, na ja, muss die Kette rausholen. Aber, ne, ist doch ganz gut betont, oder spinne ich jetzt? Könnt ihr das unten herum auch sehen? Das geht so bis über die Knie. Das mag ich auch. Die Länge ist super. Ich mag nicht, wenn es so runter. Also ich mag gern so, wenn man die Knie noch sieht. Ich finde immer, ich habe immer hier so relativ, also die Beine, da bin ich immer so einigermaßen zufrieden. Aber ich will auch nicht so, ich bin ja auch eine alte Schachtel. Ich will auch nicht mit Minirock rumlaufen. Aber ich finde so, das hat so die richtige Länge. Merkt ihr schon wieder, ne? Oder macht das hier so fett durch die Taschen. Also ich kann gar nicht aufhören, meine Hände da drin so, das finde ich irgendwie voll schön. Ja, was sagt ihr denn jetzt dazu? Habe ich jetzt so einen breiten, ja gut, ich muss mich mal drehen. Brust hoch, Bauch rein. Also nur mal so, ich habe ja gerade die Preise schnell aufgeschrieben, ne? Hier war keine Rechnung dabei. Ich musste also schnell, und ich hatte mich ja schon ausgezogen. Ich hatte also einen hautfarbenen Top an hier und eine schwarze Leggings. Und dann stand ich da gerade und also so vorm, nicht vorm Fenster, aber so Esszimmer. Und dachte ich auch so, oh, wenn mich jetzt einer sieht, so ein hautfarbener BH, ne, so ein Top, so ein, ihr wisst ja, habe ich euch ja erklärt, was ich trage gerade. Und dann so eine Leggings bis hier oben hochgezogen. Das sah echt klasse aus. Ja, naja, ich bin ja gerade alleine. So, ja. Also was sagt ihr denn nur? Ich finde das voll toll. Ich finde das super bequem. Das ist, ja. Da, 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 da. Merkt ihr schon, ne? Ich will das behalten. Ich will das unbedingt behalten. Wie ihr sagt, ich darf nicht. Ich fühle mich voll gut damit. Ich fühle mich richtig. Ist das ein geiles Kleid? Also, überlegt es euch. 17 Euro nur. Sagt ja. Okay. Gut, ich muss es leider ausziehen. Ich mag es wirklich nicht aussehen. Das ist nicht gelogen. Ich finde es echt toll. Wie bequem. Und ich habe richtig dünne Arme damit. Ja, finde ich voll cool. So, ich mache jetzt Schluss. Mein nächstes Kleid anprobieren. Mal sehen, wie das aussieht. So, ich habe jetzt mal das Handy in die Hand genommen, damit ihr seht, dass es dunkelblau ist. Dunkelblau kann ich, glaube ich, ganz gut tragen. Bequem, aber groß. Ich weiß nicht, ob ihr das mögt. Ich habe ein bisschen Angst vor euch. Ich stelle mal die Kamera dahin noch. So. Achtung, es geht los. Ja, also ein Strickkleid. Ganz leicht so diese, ihr wisst schon, diese, nicht Streifen sind das nicht, sondern der Stoff ist so. Ne? Ja, und lange Arme, kurzer Sinn. Also, die Länge ist auch gut. Hätte aber Schwierigkeiten mit dunkelblau, weil ich habe ja eigentlich nur schwarze Strumpfhosen. Ich habe heute wieder meine Leggings an. Ja, die glänzt ja auch ein bisschen. Und hier vorne sind Taschen. Super bequemes, leichtes Kleid, nur weiß ich nicht, macht es fett. Weil ich habe so das Gefühl, dass man das sieht. Kann das sein? Oh, ich habe gerade raushängen lassen, habt ihr das gesehen? Ach, mal einziehen. Also wenn ich einziehe, geht es ja, ne? Aber wenn ich so raushängen lasse, dann nicht. Ich lasse mal jetzt raushängen. Und dann gehe ich mal hier so lang, wenn ich zu Rossmann will. Ja, was sagt ihr dazu? Da bin ich echt unsicher. Also Gürtel oder so, ne, das mag ich gar nicht. Ich könnte höchstens ein Cardigan dazu anziehen. Das wäre möglich. Habe ich Cardigans bestellt? Ach so, der Preis. 6,99. Kann ich das bitte haben? Könnt ihr das bitte sagen, dass ich das, ja, also wie gesagt, also die Taschen finde ich toll, die habe ich ja dann wieder die ganze Zeit nur die Hände da drinne.
Die Länge ist toll, die Bequemlichkeit ist toll, die Farbe ist toll. Aber was ist damit? Was ist damit? Wer will das sehen? Oder sieht man das gar nicht so doll? Oder soll ich einen Cardigan drüber tragen? Was sagt ihr? Oder mir so eine Miederhose kaufen? Das ist ja nun mal, das geht auch nicht weg. Ekelhaft. Ja, ich weiß es auch nicht. Aber schön bequem. Mann, 7 €. Aber es ist doof. Weiß ich noch nicht. Muss ich mir überlegen. Habe ich nicht Cardigans auch? Warte mal, vielleicht ist ja hier zufällig ein Cardigan drin. Ja, sogar ein grauer. Ich weiß aber nicht, ob mir grau steht. Wollte ich mal ausprobieren. Diese beiden Long Cardigans kosten zusammen 17 €. Kurz auf die Uhrzeit geguckt. 17 € für 2 Long Cardigans. Und damit man es gut anprobieren kann, macht sie das auch immer zusammen. Ja, muss ich auseinanderschnibbeln. Ich habe ja eine Schere, Gott sei Dank, immer dabei. So schwarz trage ich jetzt nicht darüber. Größe 44, 46 bei Lidl Online Shop gekauft. Jo, ne? Mal probieren. Ist ja auch nicht so teuer. 17 € für 2 Cardigans. Oh, leicht eng am Arm. Oder Wolle auf Wolle, ne? Dann rutscht nicht so. Ich habe so richtigen schönen Reizhusten jetzt. Nach einer Erkältung kommt immer der Reizhusten. Ich freue mich. Es ist wirklich mega, nicht zu schlafen, todmüde zu sein, immer schön zu husten, alle zu wecken mit diesem Husten. Bombe. So, also kommen wir zum. Also, so zusammen wird, finde ich das ja ganz gut, ne? Ich muss mal die Kamera in die Hand nehmen, damit ihr die Farben sehen könnt. Guck mal. Dunkelblau, Anthrazit, roter Nagellack. Ja. Was ist das denn? Punkte? Nee, das ist manchmal die Kamera nur. Ja. Das war die Farbe. Ja, was sagt ihr? Kann man da mit dem Bauch. Sah nicht ganz. Sieht voll wichtig aus, ne? Warte mal, mir fällt gerade was ein. Wieder mit Brille. Die Ärztin. Sieht immer ein bisschen wichtiger aus mit Brille, ne? Finde ich. So, ja. Also, was haben Sie denn jetzt hier heute? Wie kann ich Ihnen helfen? Ja. Ich finde, das kaschiert ein bisschen den Bauch. Ich gehe nochmal zurück, damit ihr das im Ganzen seht, wenn ich so lang laufe. Bald bin ich Model, wenn ihr so weitermacht. Geht mit dem Bauch, ne? Ich darf nur nichts essen, dann ist er so. Muss ich so machen. Ich weiß es auch nicht. Ich höre auf euch, was ihr sagt. Wollen wir mal weitermachen, ne? Gucken, was jetzt kommt. Ein Kleid. Preis 9,99. Größe 44. Material Strick. Bequem. Mehr weiß ich gerade nicht. So, ich stelle mal die Kamera hin. Ja, lustig, ne? Mal den Dreck beiseite schieben hier auf dem Fußboden. Heute wird nicht sauber gemacht, heute wird alles weggeschoben mit dem Fuß. So, guck mal hier, die Ärmelchen, niedlich, ne? So ganz weiblich. Ja. Schöner Ton, ne? Bequem. Die Länge ist wieder genau richtig. Der Preis ist okay. 9,99 kann man nicht sagen. Ach, guck mal, was dazu passt. Nee. Ja, passt super, ne? Ich dachte jetzt, der Cardigan von Aldi, der für 5 € passt dazu. Ah, nee, dann kann ich aber, warte mal ganz kurz. Ja, das hängt alles hier rum. Wartet mal. Da kann ich ja, ich hatte ja 2 Cardigans für 16,99. Da kann ich ja mal den dazu ausprobieren. Warte mal.
Ist aber natürlich dann doof mit solchen Ärmeln, ne? Oder habe ich das Kleid jetzt gar nicht richtig gezeigt, weil ich schon wieder so hyperaktiv bin? Oh, schön. Okay, hier sind keine Taschen. Schade, ich finde Taschen voll schön. Ja, das ist ein Grau und nochmal Schwarz. Macht vielleicht ein bisschen schmaler optisch. Ist ein langer Cardigan, der geht. Na, seht ihr ja, ne? Könnt ihr es sehen? Das ist zu weit weg. No, ich drehe mich mal ganz langsam. Komm, ein bisschen doof vor, merkt ihr, ne? Ah ja. Ja, also, Cardigan ist gut. Also, da weiß ich nichts zu sagen. Der ist strikt, der ist toll, ist bequem, werde ich wahrscheinlich behalten. Es sei denn, ihr schreit alle, boah, bloß nicht grau, grau sieht voll scheiße aus. Ja, dann mache ich das nicht. Oder ich schminke mich dann passend dazu in Grau. Ansonsten finde ich die Cardigans toll. Ich mag so lange, dünne Dinger. Kann man immer gut unter Jacken tragen, ist nicht so kalt. Ich liebe so ein Strickkleid, einen langen Cardigan dazu. Ich liebe das total. Dann trage ich meistens noch hier Stulpen und den Stiefel oder Turnschuhe oder so. Ich bin dann immer so eine komische Mischung aus sportlich elegant. Ja, so ist es. So, was sagt ihr jetzt zu dem Kleid? Ich finde die Form ganz toll. Ich mag das, wenn das zwar irgendwie so ein bisschen figurbetont ist, aber nicht so hauteng, ne? Dass man so alles sieht, ne? Alles, was man nicht sehen will. Aber so, ja. Oh Gott. Oh Mann. Ja, den müssen wir noch wegkriegen irgendwie, ne? So wäre schöner, ne? Aber so ist die Wahrheit. Na gut. Ich gehe dann mal hier so lang. Was sagt ihr zu dem Kleid? Es ist so schön bequem. Das würde ich am liebsten behalten. Ja. Aber so viel darf ich auch nicht behalten. Ist ja auch doof, dass es alles gut aussieht, ne? So, ich habe jetzt noch zwei Röcke. Und was das hier ist, war 18. Ach, das ist das Kleid, was ich schon mal hatte. Was ich habe in Schwarz, was ich schon anhatte bei dem letzten Mal. Das habe ich mir noch mal bestellt. Aber ja, das brauche ich ja nicht anprobieren. Das habt ihr ja gesehen in dem Video, ne? Ich kann den Teil ja noch mal verlinken. Ich kann das ja jetzt verlinken und so. Ja, das mache ich da mal rein. Dann seht ihr, wie das Kleid hier aussieht. Das ist genau das Gleiche. Das lasse ich dann einfach mal verpackt, weil, wenn ihr jetzt sagt, ich darf das alles behalten, dann schicke ich das wieder zurück und habe ich schon mal 10 Euro gespart, dann gebe ich nicht ganz so viel aus. Das überlege ich mir noch. Mal gucken, was ihr so sagt, was ihr gut findet. Da steht ja überhaupt auch noch die ganze Taco-Tasche, die habe ich noch nicht ausverteilt. wieder abgegeben, umgetauscht und so. Dann die beiden Pullover, ne? Grün und Rost. Rostorange auf jeden Fall. Und wahrscheinlich, weiß ich nicht, das Grün. Ich, keine Ahnung. Muss mal gucken. Mal rechnen. Ob ich mir das leisten kann überhaupt hier. Ja, jetzt habe ich noch für 7,99 einen Rock. Und da ich das hier gerade anhabe, ich habe ja jetzt kein Oberteil zum Probieren, werde ich jetzt einfach mal. Sagte ich schon 7,99? Ja, okay, das ist so eine Art Kordrock. Größe kann ich nicht lesen. 44, 46, probiere ich mal an. Wir sind hier unter uns. Da ist es hier nicht so schlimm. Oh ja, ein Traum. Ach du Schande, ey. Hä, wie findet ihr das gut? Naja, gut, ich trage es jetzt auch gerade ein bisschen doof. Auch wieder so echt so schweinebequem, ne? Einer 8 Euro, keine Taschen. So schlecht sieht er gar nicht aus, oder? Findet ihr den? Ich trage das nur doof. Das hier passt nicht dazu. Was kann ich denn jetzt dazu anziehen?
Soll ich mal ein anderes Oberteil dazu anziehen? Den gleichen Rock habe ich auch noch mal in dunkelblau. Ja gut, da muss ich jetzt irgendein Oberteil mal schnell dazu finden, weil das mit dem Kleid hier, da habt ihr ja gar keinen guten Eindruck von dem Rock. Vielleicht ist ja gar nicht so schlecht. Mal gucken. So, jetzt habe ich ein schwarzes T-Shirt dazu angezogen. Das habe ich auch mal bei Aldi gekauft. Können wir mal alles bei Aldi. Ja, das kostete nur irgendwie, was weiß ich, 3 Euro. Das war im Sale, das habe ich entdeckt. Das ist so ein Sport-T-Shirt. Ich habe mir das gekauft, weil das so ein bisschen glänzt und weil das so schön fällt. Und weil ich immer darauf achte, dass ich Arme habe, weil ich meine Arme nicht so schön finde. Und ich verdecke die immer gerne lieber. Man weiß ja nie. Ja, also jetzt so gefällt mir der Rock ganz gut. Nee, das würde ich nicht machen. Das soll ich mal machen. Ich finde immer, sieht man das hier so. Irgendwie sieht das so komisch aus, wenn man Bauch hat. Also ich mache mal ohne. Ich mag es lieber so locker, glaube ich. Ja, also ich könnte ja einen Rock gebrauchen. Weinrot habe ich noch nicht. Würde ich immer was Schwarzes so anziehen, so wie jetzt. So würde ich das dann immer tragen. Und wahrscheinlich auch nochmal das dazu. Also so wäre ich jetzt, wenn ich jetzt alleine wäre. Ohne euch. Dann würde ich so rumlaufen. Jetzt noch so Stulpen und dann Stiefel dazu. Ja, so würde ich das machen. Würdet ihr den Rock behalten oder findet ihr den total doof? Kann man den überhaupt sehen? Den Rock? Guck mal. Toll. Oh Mann, ich nehme aber hier auch ganzen Dreck mit auf. Ja, also so sieht er aus. Ich wollte ihn nur noch mal von Dichten zeigen. So. So. Also halt auch wieder so ein schöner, bäriger Ton und sieht doch eigentlich ganz flott aus, oder? Was meint ihr denn? Und den habe ich jetzt noch in dunkelblau. Kann ich ja auch mal schnell ausziehen. Brauche ich ja nicht extra auf Pause drücken. Ich habe ja eine Leggings an. So. Eine Sportleggings. Also eigentlich könnte ich jetzt auch so raus, aber das mag ich ja nicht. Schnell nochmal das Röckchen drüber und dann ist fertig. So, also schöner Bund. Sieht auch gut aus. Guck mal, so ein richtig schöner, breiter Bund. Ganz bequem, braucht man nichts aufmachen, nichts zumachen. Sieht ein bisschen komisch aus, weil es jetzt wohl in der Tasche lag. Und ist ein dunkelblauer Rock, der aber, finde ich, nicht so dunkelblau ist, dass man ihn nicht zu schwarz tragen könnte. Ja, das habe ich gerade so gedacht, ne? Das ist eigentlich ein geiler Ton. Ein geiler dunkelblauer Ton. Ja, jetzt ist die Modenschau beendet. Jetzt habe ich euch meinen Lidl-Einkauf auch gezeigt. Nun bin ich gespannt, was ihr sagt. Ob mir das steht, ob mir das nicht steht. Und so. Ob ihr sagt, behalten. Also wie gesagt, der Rock kostet 7,99 Euro, 8 Euro ein Rock. Ich bin dazu geneigt, die Röcke zu behalten, weil ich das mit Schwarz zusammen ganz toll finde. Irgendwie sieht das witzig aus. Und er ist halt so mega bequem. Da kannst du essen, da kannst du rumtouren, da kann ich mit den Kindern auf dem Spielplatz oder irgendwas machen. Es sieht flott aus, aber ist trotzdem mega bequem. Also würde ich euch auch auf jeden Fall raten, so eine Röcke. Ich liebe die total. Und ja, wie gesagt, ich bin ja aufs Kleid gekommen. Also die Röcke ja, die Cardigans ja, die Kleider ja, alles, oder? Mama, ich bin mal gespannt, was ihr sagt. Ich mache jetzt mal Schluss. Ja, ich habe immer noch Erkältung, das nervt total. Ich bin froh, dass ich hier keinen Hustenanfall während des Videos bekommen habe. Also sagt mir bitte gerne eure Meinung, ich bin schon ganz gespannt. Ihr wart letztes Mal so, so lieb und habt so toll geschrieben. Also ich hoffe, dass das diesmal auch so ist mit euch. So schön und ja, vielleicht werden wir uns da ja irgendwie einig, ne? Ich hoffe. Ich hoffe, wir haben einen Geschmack. Ja, ich bin ganz gespannt. Also ich finde ja eigentlich fast alles toll, außer das gestreifte Kleid. Ja, ich bin halt so ein komischer Typ, ne? Ich mag nicht alles. Manchmal bin ich ganz komisch. Aber dafür war das Schwarze so geil. Und das kannst du ja nur im Kombi kaufen. Ich mache jetzt Schluss, habe heute schon wieder so ein Redeflash. Ja,
Ach, ich bin so gespannt, was ihr sagt. Also, ich wünsche euch eine schöne Woche. Avon ist unterwegs, werde ich beim nächsten Mal zeigen. Und ich darf wohl schon mal verraten, dass ich den Wimpern-Primer von, wie heißt das nochmal, von Essence auch gekauft habe. Weil irgendjemand geschrieben hat von euch, dass der gut ist. Und deswegen wollte ich den natürlich ausprobieren. Den muss ich ja vergleichen, ist klar. Heute habe ich Manhattan drauf. Manhattan macht es auch. Aber ich finde, vom Auftragen her ist der 18 ein ganz anderes Thema jetzt. Also wir sehen uns im nächsten Video. Wird wahrscheinlich, also wenn nichts dazwischen kommt, ein Avon-Video werden. Also passt gut auf euch auf, bleibt gesund, dürft mich gerne abonnieren, kostenlos, wenn ihr das noch nicht getan habt. Macht gerne einen Daumen nach oben, sagt gerne eure Meinung oder auch nicht, wie ihr möchtet. Ja, und ja, zum 100. Mal, passt gut auf euch auf und bleibt gesund, nicht so wie ich hier mit Reizhusten, Erkältung und Schnoddernase. Also, bis dann, tschüss.